Wir wollen die Internationale Hochschule Bayerns werden. Es ist so leicht, Studenten, sage ich mal, zu bekommen für ein Programm in Deutschland. Warum? Also sie richten sich nicht an die Top-Elite, das muss man auch mal ganz klar sagen. Die Top-Elite im Ausland denkt an Top-Elite-Hochschulen im englischsprachigen Ausland. Wir sind eher wieder der deutsche Ansatz. Also wir wollen eine gute Qualität auch an Studenten haben, die wir sehr, sehr ordentlich ausbilden mit einem berufsqualifizierenden Bachelor, sodass sie in der Lage sind, auch wirklich als Ingenieur anfangen zu arbeiten. Wir setzen auf die sogenannten Twin-Bachelor-Studienprogramme. Das sind Zwillingsstudienprogramme. Das heißt, im Bachelor-Bereich werden unsere Studienangebote in Wirtschaftsingenieurwesen und Logistik, mit denen wir jetzt starten im Wintersemester, gleichzeitig mit identischen Inhalten auch in englischer Sprache angeboten und hier eben international Studierende ab im ersten Semester bis zum siebten Semester gewinnen zu können, insbesondere eben im MINT-Bereich, in den technischen Studiengängen. Und das ist insofern innovativ, weil normalerweise werden Masterstudienprogramme angeboten für internationale Studierende und grundständige Bachelorprogramme sind eben noch nicht üblich. Also das ist einmalig bisher in Deutschland. Sie haben natürlich die Möglichkeit, einen Masterstudiengang danach zu belegen, aber wir hoffen natürlich, dass unsere Industrie dann auch tatsächlich mit ihrer Kompetenz dann zur Verfügung stehen und hier insbesondere im Fachkräftebereich, dann in der Industrie, dann auch beginnen zu arbeiten und möglichst auch lange in Deutschland bleiben. Also es ist für den ausländischen Studenten natürlich hochattraktiv, wenn ein Unternehmen wie, ich nenne jetzt mal Schaeffler, hingehen kann und sagen kann, in seinen Auslandsstandorten habe ich High Potentials, die möchte ich gerne nach Deutschland ins Headquarter bringen und kann denen gleichzeitig anbieten, pass mal auf, ihr kommt hier 4 Jahre rüber, dann kriegt ihr natürlich den Stallgeruch, sage ich mal, von unserem Unternehmen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite könnt ihr nebenbei noch einen Bachelor machen. Das ist sicherlich eine Attraktion, die es noch nicht oft gibt. Ziel ist hier, die demografische Entwicklung entgegenzuwirken, insbesondere im nordbayerischen Raum, wo das ja überwiegend eingesetzt wird, an unserem Standort in Schweinfurt, wo wir starten, und eben auch dem Fachkräftemangel zu begegnen. Fachkräftemangel wird prognostiziert, dass immer mehr zunimmt. Auch im Moment haben wir schon eine Kluft und wir merken es einfach auch an unseren Absolventen. Also ich selber komme aus der Fakultät Informatik, Wirtschaftsinformatik. Die haben alle eigentlich schon nach der Praxisphase, nach dem Praxissemester mehr oder weniger einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Wir arbeiten inzwischen mit Agenten, sogenannten Agenten, die in den Ländern unterwegs sind, die uns besonders wichtig sind. Ich weiß nicht, ob Sie von dem Begriff Next 11 gehört haben. Also wir sprechen heute von BRICS, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika wird manchmal genannt. Die Next 11 sind Länder wie Ägypten, Nigeria und so weiter, also die jetzt im Kommen sind, auf denen wir uns jetzt schon platzieren wollen, damit wir dann eben schon eine Position einnehmen, die wir heute in den anderen Ländern nicht haben. Wir arbeiten mit Internetplattformen, virtuellen Messen. Wir arbeiten mit Publikationen, also so ein ziemlich das gesamte Marketinginstrumental im Bereich der Kommunikation. Viel wichtiger ist aber mir der Ansatz, dass wir schon in jedem dieser Länder einen strategischen Hochschulpartner haben und diese strategischen Hochschulpartner in unser Konzept mit einbinden, was nicht selbstverständlich ist, weil eine ausländische Hochschule hat erstmal kein Interesse, ihre Studenten an uns zu verlieren. Da müssen Sie die Länder unterscheiden, die in einem Bezahlmodus arbeiten, wo Ausbildung ein Geschäft ist und Länder, wo Ausbildung wie bei uns eine öffentlich-rechtliche Geschichte ist, also ein staatlicher Auftrag. In diesen Ländern, sorgen wir jetzt dafür über unsere Hochschulpartner, dass unsere Hochschulpartner uns helfen, dieses Jahr sinnvoll zu verbringen. Wenn jetzt beispielsweise in einem Land wie Indien gefordert ist, dass noch ein Jahr der Student an der Schule, an der Hochschule verbringt, dann besuchen wir im Moment die Schulen und weisen darauf hin, dass wir Hochschulpartner haben in Indien, an denen sie ein Jahr studieren können und mit einer Eignungsfeststellungsprüfung abschließen können, die ähnlich ist dem Studienkolleg in Deutschland, allerdings halt nicht in Deutsch, sondern in Englisch. Und dort für sich ein Zertifikat bekommen, ja, ich hab's drauf, ich kann in Deutschland überleben im Studium
und wir dadurch natürlich einen hohen Qualitätsansatz fahren können. Wir wollen den sogenannten internationalen Campus, wir nennen es FHWS eCampus, aufbauen. Das heißt, dass auch unsere deutschen Studierenden von dieser Zusammenarbeit, von dieser Kooperation, vom gemeinsamen Studium mit den internationalen Studierenden gewinnen. Ich meine, gemeinsame Arbeiten in Teams, die Globalisierung schreitet immer weiter fort. Es ist eigentlich ganz normal, dass ich später als Ingenieur in internationalen Teams arbeiten werde. Und dem wollten wir einfach begegnen, auch schon im Studium und hier ein Angebot anbieten.